Das Universum des Geldes ist unendlich groß. Niemand kann Ihnen sagen, wie viel genau davon im Umlauf ist. Wir sprechen hier von Milliarden, wenn nicht Billionen. Ich habe den Eindruck, dass Sie bisher immer ein ehrlicher Bürger waren, aber jetzt riskieren Sie alles zu verlieren. Ich brauche dich. Wir teilen noch alles, wie du willst. Du bist doch total verrückt. Ein Musterbürger. Übertreibst du es nicht ein bisschen mit deinem Ninja-Outfit? Hier sind überall Kameras installiert. Benutzt dein Verstand. Wichtigste Regel. Du änderst absolut nichts. Die gleiche Routine, die gleiche Kleidung, du arbeitest weiter und kaufst dir kein neues Auto. Du änderst absolut nichts. Verstanden? Ja, verstanden. Gut. Ist das hier das ganze Geld? Naja, fast. Und wie viel fehlt? Ich habe etwas zu Hause in einer Schublade versteckt und davon... Hast du was ausgegeben? Ich habe auf eine... Escort-Website geklickt durch Zufall. Ja, natürlich. Dort habe ich eine Frau gefunden, die den Namen einer Freundin benutzt von Sokrates. Und sie hat sogar Racines Bajazet zitiert. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Wäre besser gewesen. Ja, ich weiß. Wir stecken da zusammen drin. Du, ich, sie, tot oder lebendig. Halt mich da raus. Du hast keine Wahl. Das ist dein Schicksal. Fatum. Wir müssen das Schicksal lieben. Amor Fati, Marc Aurel. Der Kaiser. Marcus Aurelius. Die Überweisung ist abgeschlossen. Zählen Sie nach, wenn Sie wollen. Na klar. Du kannst doch eh nicht bis drei zählen. Jetzt hilf mir mit dem Reißverschluss, meine Nägel. Ja, ja. Hoffentlich. Los. Werden wir nicht ausgeraubt. Ja. Bringen Sie es denn nicht zur Bank? Danke. Danke. Gute Anfahrt. Nein, gib mir das, Damian. Okay. Weg. Danke. Dankeschön. Alles klar. Ich besorge euch die Männer für den Durchsuchungsbefehl. Ja! Das sind alles Ihre Provisionen von Vertragspartnern? Wie man sehen kann. Und die gingen direkt auf die Bermudas? Aber ja. Wohin sonst? Glauben Sie mir, ich hätte mich lieber freiwillig erklärt und die 30% Strafe bezahlt. Damit hätte ich mich in meiner jetzigen Situation sicherlich wohler gefühlt. Aber als Stellvertreter des Verkehrsministers war mir das zu riskant. Ich kann mir nicht leisten, dass sich die Medien darauf stürzen. Das ist verständlich. Guten Tag, Monsieur Bigras. Kann ich Sie mitnehmen? Und wieso? Ein Auto ist doch viel bequemer als der Bus. Nein, danke. Nicht nötig. Ich bin auf der Suche nach einem Finanzberater. Versuchen Sie es in der Stadt. Ich weiß, aber ich brauche jemanden wie Sie. Sie haben kein eigenes Auto? Nein. Nein. Und da brauchen Sie einen Finanzberater? Ja. Na dann, viel Glück.
mein Name und meine Telefonnummer. Bitte helfen Sie mir, ich habe zu viel Geld.